Hallo meine Freunde, auch wieder hier mit dem Let's Play Pokémon Y und wir waren im Kampfschloss stehen geblieben, wo gerade etwas getriggert hat und ich deswegen unterbrochen habe. Oh, hallo Zarok, darf ich fragen, wie dein Adelstitel lautet? Wie bitte, du hast gar keinen? Jemand, der so stark ist wie du, verdient meiner Meinung nach einen Adelstitel. Ich erkläre dir am besten erstmal, was es mit den Adelstiteln auf sich hat. Nur eine Handvoll Trainer, die hier im Kampfschloss ihre Stärke unter Beweis stellen, bekommen einen Titel. Viola, wer ist denn dieser junge Herr? Oh, er ist ja im Besitz des Krabbelhorns. Wie es aussieht, hast du sein Talent als Trainer anerkannt. Bitte, wie heißt du? Schön, ich kenne, mein Name ist Faldosis. Keine Ahnung. Und wie heißt du? Oh, Zarok, ganz schöner Name. Ich verbürge mich für Zarok. Kannst du ihm nicht eine Adelstitel verleihen? Er ist ein starker Trainer und wir machen wohl Kampfschau bestimmt alle Ehre machen. Oh, es ist also noch schön von. Wenn du für Zarok bürgst, ist ja völlig ausreichend für mich, Viola. Außerdem, auch ich spüre ein ausgewisses Potenzial in ihm. Wie immer, Zarok. Okay, hiermit verleihe ich dir, oder sagen wir besser euch, den Titel Baron. Episch, ich gehe in dein Haus und kriege den Titel Baron. Trainer mit einem Adelstitel können andere Trainer mit einem Adelstitel im Schloss herausfordern. Baronin und Baron ist der niedrigste Rang. Aber auch wiederholte Siege gegen einen anderen Trainer können ihr einen ranghöheren Titel erwerben. Dies führt eventuell dazu, dass ihr das Interesse von Trainern höheren Ranges weckt, die sich dann in der Hoffnung, euch herauszufordern, einfinden. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr euch an unsere beiden Mitarbeiter am Eingang wenden. Und dann Zarok und Viola, ich empfehle mich, auf Wiedersehen. Epic. Ich habe übrigens auch einen Adelstitel. Mein Ziel ist es, viele Kämpfe auszutragen und den höchsten Adelstitel verliehen zu bekommen. Deshalb würde ich mich freuen, wenn du Gelegenheit gegen mich kämpfen würdest. Okay, wie funzt das jetzt hier? Ich kann nach links gehen. Ist denn hier irgendwas? Wo kriege ich dann hier irgendwie Herausforderungen mit dem Dinges und mit dem PSS? Player Search System. Oh, wer bist du denn? Ich werde keine Gnade walten lassen. Vom Adelstitel mag ich nur eine Baronin sein, aber als Trainer stehe ich trotzdem hoch im Kurs. Okay, man kann ja also kämpfen in dem Schloss. Baronin Giras. Okay. Ein Ladybar. Gamokles. Ein ausgeglichener Kampf. Reflektor. Über die Verteidigung. Mit physischen Angriffen. Okay, es greift ja nur physisch an. Aktuell. Na komm. Schwertanz. Lichtschild. Das wird dir nicht viel bringen. So. Mal sehen, wie es reinhaut. Bodyguard. Hast du überhaupt Angriffsattacken? So. Ich bin jetzt voll geboostet mit, glaube ich, sechsfacher Angriffskraft jetzt. Leider noch kein Insta-Kill. Schade. So. Okay. Level 16. Sehr schön. Oh, keine Initiative. Dafür wieder Angriff und Verteidigung hoch. So, Baronin besiegt. Kicher, dieses Ergebnis war abzusehen. Ja, du hast ja auch scheinbar keine. Und es gibt Kohle ohne Ende. What the fuck? Ich werde sie nie da verkraften. Wenigstens bis ich auf meine Kosten komme. Joki, du bist auf deine Kosten gekommen. Wir hauen mal hier ab. Das sieht doch nicht so interessant aus, wie ich gedacht hätte, dass es interessant sein könnte. Das ist wieder ein Künstler. Ah, wir laufen lieber. Ich laufe lieber. Lalalalalala. Oh, hi. Diese weiße Leinwand macht mich ganz fertig. Ich bin blockiert. Ich kann nichts malen. Da ist doch was auf der Leinwand. Okay. Egal, Künstler. Pierre. Schon wieder ein fucking Farbigel. Aber man weiß nie, was Farbigel können. Was soll der Mist? Na komm, direkt auf volle Breitseite. Das kann doch noch schocken. Okay. Na komm.
Donnerschock. Schneider. Und Zerschneider. So. Was war's mit dir? Dann Erfahrungspunkte, das kriegt auch noch Erfahrung. Ja, egal. So, gucken wir uns weiter um. Ach, da ist. Wie heißt sie nochmal? Wenn es euch ausmacht, würde ich gerne mit euch allen zusammen einen Kampf austragen. Mal sehen, wir machen das am besten. Terno und Rovato kämpfen zusammen gegen Lord Z und mich. Okay. Lord Z, wir dürfen ein gutes Team abgeben. Meinst du nicht auch, immerhin sind wir Nachbarn. Random Doppelkampf mit den Rivalen. Sehr cool. Pikachu und Krabs, komm. Oh yeah. Los, Gamokles. Dratiri. Irgendwie habe ich das Gefühl, Gamokles wird hier ganz, ganz schlechte Karten haben. Ganz, ganz schlechte Karten. Hol mal lieber Pikachu raus. Go, Pikachu. So. Weil... Ja, komm. Ja, ist nicht sehr effektiv. Klammer. Na komm, ein Volltreffer. Ja, ganz toll. Elektroball. Hauen wir erstmal Krebskor weg. Wenn ich das richtig sehe, wenn Krebskor kampfunfähig ist, hat er keine anderen Pokémon mehr. Elektroball. Boom. Und tschüss. Okay. Yes. Rotena. Ich habe Rotena seit Level 15 nicht mehr eingesetzt. Seit Level 19 nicht mehr eingesetzt. Feuerwirbel ist. Weiß ich gar nicht. Du. Ist leicht schwächer. Hat den Falleneffekt. Komm, hau mal Kratzer weg. Jetzt brauche ich keine neutrale Attacke mehr. Ich habe fucking Psystrahl. Weil ich bald Glut gerne ziemlich lange. Ja, wie ich es mir fast gedacht habe. Jetzt ist noch Pikachu übrig. Und dann. So, das sollte keine Chance haben. Na komm. Schnabel. Meine Herren. Das ist super. Du bist unnütz. Darf ich das mal anmerken? So. Ruckzuckhieb. So. Und tschüss. So. Irgendwie habe ich das Gefühl. Okay, du hättest eh nichts machen können. Oh, Baby. Ich kurz mal die Framerate ein. Okay. Elektroball. Könnte es sein, dass jedes Mal die Blume ein bisschen anders aussieht. Dass jedes Flabibi andere Blumen hat. Wow, das bringt viel, weil ich glaube, das war eine spezielle Attacke. Der Feenwind. Und Elektroball. Bombs. Feenbrise. Meine Herren. Sehe ich eigentlich, wie viele Pokémon sie hat? Ich glaube nicht. Egal. Das war's. Okay. Level 21. 3 auf Initiative, der Fug. Doppelteam. Könnte ich irgendwas vergessen, was ich jetzt nicht... Nee, ich möchte nichts vergessen lassen. Nein. Yep. So, und dann kriegen wir noch beide besiegt. No. Oh, alle Achtung, das war. Hatte jetzt aber in sich. Ja, wenn man im Pokédex nicht nachlesen kann, erfährt man dann auch. Erfährt man dann hauptnah kämpfen. Jawohl. 6000 Pokédollar. Dank des Münzamulets. Ist schon interessant, wie unterschiedlich die Kampfstile der einzelnen Trainer sind. Ja, ich schätze, als nächstes
Gehen wir nach Petrofia. Okay, Petrofia. Okay, dann wollen wir mal. Was haben wir denn hier? Die Geolink-Höhle. Das ist ein Abkürz nach Revier City. Panel ist nach Süden ausreichend. Okay, wir gehen nach Süden. So. Moment. Ist hier irgendwas? Oh Gott. Ein Rudelkampf. Ein riesiges Rudel von Hopsprouts. Zerschnetzel sie. Das könnte sogar... Hopsprouts kann auf dem Level nur Palacha. Das sind wandelnde Erfahrungspunkte. Ja, Rutenschlag und Platscher. Das kann auch nicht mal Tackle. Tackle lernt Hopsprouts aus auf Level... lass mich lügen. 15? Ziemlich spät. Oder 10 oder irgendwie sowas. Aber 7 sollte es normalerweise nichts können. Halt das. Es kann immer noch nichts. Verfolgung. Ja, Quatsch. Zornsklinge. Roms. Schnetzel dich da mal kurz durch. Na komm. Vielleicht gibt es ja irgendwas, wenn man so einen Kampf gewinnt. Auch wenn es gerade ziemlich lange dauert, weil jedes dämliche Hopsprouts seine eigene Animation durchhalten muss. So. So, Zornklinge, Roms, nimm einfach random einen da raus. So. Es gibt zwar nicht viele Erfahrungspunkte. Ach ja, die können ja auch noch Synthese, da war ja was. Aber vielleicht gibt es ja wirklich irgendwas. Ich habe nur keine Ahnung, was. Vielleicht Bonuserfahrung. Dass man den Kampf überstanden hat. Ja, weiterhin kann ich weiter sinken. Ist auch uninteressant bei euch. Ihr könnt nicht angreifen. Na komm. Na komm schon. Und Zornklinge. Bombs. Yays. Kriegst du Level 22. Yay. War jetzt nichts Besonderes vorbei, ne? Ist doch bestimmt irgendwo ein Item versteckt. Und hier gibt's. Yay, Volbeat. So. Wir flüchten mal, weil ich immer noch nicht meine ganzen Heile-Items verballern möchte. Und gibt's hier irgendein Item? Gibt's eine Beere. Auch schön. Beeren sind okay. Ich glaube, ich setze mal einen Schutz ein, wenn ich einen dabei habe. Hau ich mal einen Schutz rein. So. Juhu. Mal sehen. Beutel. Oder habe ich doch keinen Schutz? Doch, da habe ich Schutz. Einsetzen. Psst. Okay. Na doch, Beere. Eine Persimbeere. Persimbeere? Moment, Persimbeeren. Sagt mir gerade nichts der Name. Persim. Verwirrung, okay. Mini-Petals. So. Ich würde aber langsam gerne mal irgendwie meinen Typen hier ein bisschen anders ankleiden. Oh mein Gott, ich kann Busch zerschneiden. Ja. Roms. Gut. Bringt es mir irgendwas? Silberstaub. Ah, sehr schön. Ich könnte natürlich jetzt auch zurückreisen und meine ganzen Dingens da noch, die ich gesehen habe. Nein. Wow, das war kurz. Ich wollte eigentlich noch wissen, wie die Höhle heißt. Geolink-Höhle, Zubat-Nest. Okay. Guten Tag. Ich habe gedacht, jetzt kommt ein Kampf gegen die. Okay, was gibt's hier? Mediti. Riolu wäre mir lieber. Wie möchte ich nicht gegen Mediti antreten mit ihm? Das könnte hart werden. Ich werde den Pokémon hier etwas aufpäppeln. Ah. Thank you. Jetzt kann ich wieder kämpfen. Ja, mein Pokémon-Team strotzt für Energie. Das weiß ich selbst. Okay, war's das schon? Route 8, Moela Küstenfahrt. Halt nicht so schnell.
Ach, jetzt mal. Ah, verzeih, ich wollte dich nicht erschrecken. Na, geht es dir und deinem Grammokless? Gut. Warum nehmen sie immer das Pokémon an erster Stelle? Das ist voll dumm. Hast du dich nicht auch schon mal gefragt, wie es möglich ist, so ein riesiges, Gebiet wie die Kalos-Region mit nur einem einzigen Pokédex abzudecken? Da das tatsächlich unmöglich ist, werde ich dein Pokédex mal eben ein klein wenig aufrüsten. Okay, Kalos-Küsten-Pokédex hinzugefügt. Im Pokédex-Menü kannst du ab jetzt auch den Kalos-Küsten-Pokédex auswählen. Tippe ihn einfach an, um ihn auszuprobieren. Neue Begegnungen lassen Menschen und Pokémon gleichermaßen wachsen, also. Dann jetzt heißt es Abschied nehmen. Bon voyage! Random aus dem Gebüsch auftauchende Leute sind mir immer etwas sehr suspekt. Nun ja, VPDs! Oh, sehr cool. So. Zerschneider. Schlecker. Sehr effektiv. Dies. Das könnte etwas dauern. Ja, steiger meinen Angriff. Ich bin zwar verwirrt, aber steiger meinen Angriff. Dumm. Ja. Tschüss. Keinen Bock auf den Kampf. Ich wollte jetzt eigentlich noch wissen, was da oben ist. Whoops. Rechts. Zu links runterspringen müssen. Wie komme ich nur hier hin? So. Ein Linfu. Gibt es hier vielleicht auch noch andere Kampf-Pokémon? Ich meine, Linfu ist jetzt kein Ding, weil Linfu kann, glaube ich, nur Kampfattacken. Scanner macht ruhig Scanner. Schwertanz. Yes. Okay. So, Schneider. So. Geht alles. Machen wir Zerschneider. Meditation. So, noch ein Zerschneider hinterhergeschmissen. Und das war sogar Volltreffer. Und Linfu wurde besiegt. Okay. Wenn mir mal eine Regiolo begegnen würde, wäre das sehr cool. Oder ein Lucario, das ist mir ziemlich egal, ob es schon die Weiterentwicklung ist. Ist hier nicht noch irgendwas? Ach, was klar. Warrior Force Claw. Oh, was ist eigentlich da unten? Ist das die nächste Stadt? Sieht fast so aus. Warum ist links rum? Warum? Ja, okay, es bringt einem scheinbar nicht wirklich was. Oh doch. Bringt mich zu einem Item. KP Plus. Sehr schön. Warum nicht? Ja, bringt mir mehr auch nicht. Okay. Ich würde gerne noch die nächste Stadt erreichen. Ein Sproink. Ein Spoink. Danke und tschüss. So. Mit Stärke. So, welche Tipps für Trainer? Du kannst. Ja, das weiß ich. Ich skill mich mal hier so ein bisschen durch. Anders ausgedrückt, ich schleich mich hier durch. So. Wohin, Kuss? Aha. Nein. Geht mich weg. So. Hier durch. Da ist noch ein Item. Fuck. Da unten ist ein Item. Ein weiteres Vipitis. Ich glaube, ich setze mal Schutz wieder ein. Das geht mir gerade ein bisschen auf den Keks. Ich setze mal einen Schutz ein, dann renne ich mir nochmal kurz zurück und hol mir das Item. Weil die Folge ist ja schon bald wieder zu Ende. Es geht immer so schnell. Ach, da komme ich nicht ran wegen Stärke. Okay. Würde ich mal fast behaupten, dass das nächste, was wir kriegen, Stärke sein wird. Ist das nicht so was? Sackgasse. Nee, irgendwie sieht das hier nicht sehr danach aus, als wenn man hier oben sein sollte. Boah, wo wandere ich über den Berg? Fahr. Kannst du im Hollow besiegen? Aber es sollte kein großartiges Ding sein, im Hollow zu besiegen. Hust. Schwarzgrad, Hirokazu.
Ja, setz du mal dein Macholo ein. Weil Macholo kann auf dem Level, außerdem er hat ihm durch TMs andere Attacken beigebracht, keine Attacken außer Kampfattacken. Oh fuck. Das ist nicht gut. Gesichte sorgt dafür, dass Geist-Pokémon von Dinges angegriffen werden können. Und da er das als zweiten Typ Stahl hat, könnte das eventuell wehtun, außer ich bin schneller. Oder auch nicht. Jo. Das war nicht gut. Doch, es war auch gar nicht gut. Warum habe ich nicht Routine eingesetzt? Kein Psychstrahl. Wer weiß. Elektroball. Roms. Das macht gut Schaden. Ja, okay, mach du Gesichte. Das soll mir egal sein. So. Roms. So. Und ja, nochmal ein Elektroball hinterher, um sicher zu gehen. So. Roms. Roms. Na komm. Ich habe keine Belieber. Fuck dies. Ist hier irgendwas? Nein, brauchst du nicht. Unten sieht man auf jeden Fall noch ein paar Trainer rumstehen. Verdammt, nochmal ein Massenkampf. Ah, ich möchte nur die nächste Stadt erreichen. Was? Moment. Ich möchte kurz was ausprobieren. Wenn Zengo kein Vibitis angreift, dann stimmt hier was nicht. Weil Zengo, abgesehen mal davon, dass es kein Zerschneider lernen kann, es greift tatsächlich die Vibitis an. Und Vibitis greift Zengo an. Sie haben tatsächlich darauf geachtet. Okay, das ist interessant. Weil, wer weiß, Vibitis und Zengo sind Erzfeinde und deswegen machen zwei Vibitis gerade Zengo platt. Okay. Dann machen wir erstmal weiter die Vibitis platt. So. Na komm, bitte, greif an. Natürlich nicht. Sie greifen weiter die Zengos, das Zengo an. Ich glaube, es wird krepieren. Sie greifen alle das Zengo an. Ich könnte ja jetzt was probieren. Fuck this shit. Ein Pokéball abweichen. Was ein Pokémon da ist. Okay, das geht also nicht. Also tschüss. Jetzt hätte ich nämlich jetzt einen Ball auf das Zengo geworfen. Egal, also es funktioniert schon mal nicht. Das ist gut zu wissen. Ich raten, hier kann man nur rüber, wenn man keine Rollerblades anhat. Wollte ich mich eigentlich verarschen? Ich möchte da hoch. Ich möchte das Item haben. Fiese Sachen, Blattstein. Ah, super, Blattsteine brauche ich nicht. Ich habe kein Pokémon, was sich durch Steine weiterentwickelt, außer Pikachu. Und dafür brauche ich einen Dönerstein. Kriegt man im Dönerladen. Okay. Sums. So, kriege ich jetzt noch vielleicht die nächste Stadt zu sehen? Da unten ist er. Ja, Petofia. Hey, Nachbar. Ich weiß schon, wer das ist. Na bitte. Das hier ist Petofia. Auf der anderen Seite des Städtchens Aquariums liegt bereits Relivia City. Im Fossilienlabor können wir alles rund um Thema Fossilien erfahren. Vielleicht dürfen wir auch das Geheimnis, was diese seltenen Steine mit der Mega-Entwicklung zu tun hat. Okay, vielleicht. Aber erstmal gehen wir ins Pokémon Center. Und ich muss sagen, das war's für heute mit Let's Play Pokémon Y. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn ich eventuell
Obwohl, muss ich ja eigentlich nicht. Gamokles ist ja jetzt bereits schon Level 17. Das sollte erstmal reichen. Ja. Was hat das andere eigentlich für, für eine Fähigkeit? Die gleiche? Muss ich mal kurz nachsehen. Was hast du für eine Fähigkeit? Das geht übrigens ziemlich schnell, so wie ich das sehe. Gamokles hat auch Schildlos. Okay. Das ist ein reines Angriffs-Pokémon. Wer aber jetzt erwartet. Okay, aber ich würde sagen, ich bin Zara. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis hier. Let's play Pokémon Y. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.